Es gibt Überraschungseier von Dragon Ball? Leute, mein Name ist Max. Ich freue mich, dass ihr zu meinem neuen Video eingeschaltet habt. Ich habe was richtig Krasses entdeckt. Und zwar gibt es Kinderüberraschungseier, die großen von Dragon Ball. Ich habe die durch Zufall im italienischen Feinkosthandel entdeckt. Ich habe das noch nie gesehen. Und ich bin mega gespannt, welche Figur hier drin ist. Vielleicht haben wir gleich Son Goku. Ich weiß es nicht. Das Ganze ist heute passiert und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber der Schöpfer von Dragon Ball ist leider verstorben. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, aber heute, an dem Tag, an dem ich das Video aufnehme, ist er leider verstorben. Und passenderweise mache ich hierzu ein Dragon Ball Video. Ich bin ein riesiger Fan. Wir packen das jetzt gemeinsam aus und ich bin gespannt, wer hier drin ist. Ich habe ein großes Ei aus Italien und ich versuche, alle Dragon Ball Figuren zu finden. Leute, ihr habt richtig gehört, in Italien gibt es Überraschungseier mit Dragon Ball Figuren. Leider ist heute, an dem Tag, an dem ich das Video aufnehme, der Schöpfer von Dragon Ball gestorben. Ich bin wirklich gespannt, welche Figur hier drin ist. Vielleicht ist es Son Goku. Ich habe gar keine Ahnung, welche Figuren es gibt. Ich bin wirklich gespannt, ob ich das Ei überhaupt aufkriege. Guckt euch mal an, wie das in Italien aussieht. Das Ei auf einem Podest. Oh, Leute. Wer von euch kennt diese Figur? Mann, ich komme nicht auf den Namen, aber ich weiß, er war mega stark. Hier kann man die Arme bewegen. Eine Figur haben wir jetzt gefunden. Es gibt aber anscheinend mindestens Son Goku und Vegeta noch. Was mache ich denn jetzt? Soll ich mir noch so ein Ei besorgen? Nochmal für euch in der Nahaufnahme. Ich finde es mega krass, wie die Qualität ist. Also in Deutschland, die Figuren, die sind ganz anders. Hier seht ihr, hier gibt es das Ei, wo es drin steht. Ich meine, das war früher auch so. Schokolade. Und hier ist die Figur. Man kann die Arme, wie gesagt, bewegen. Die ist super stabil. Das ist eine richtige Actionfigur. Und wie ihr sehen könnt, hier, ne, Son Goku drauf. Und wenn ich das richtig lese, dann sollte es mindestens Vegeta und Son Goku noch geben. Bin echt gespannt. Jetzt könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was meint ihr? Soll ich noch versuchen, so ein Ei zu bekommen? Ich könnte da noch mal in den italienischen Handel fahren und checken, ob die noch welche haben. Vielleicht ist ja Son Goku drin. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.